Hallo, willkommen zu M-Kurz hier bei 3x M. Ja, der IWF, der Internationale Währungsfonds, plant, entwickelt, empfiehlt eine Steuer auf Bargeld. Richtig gehört, eine weitere Möglichkeit, dem Bürger das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und so eine Meldung, auch wenn sie nur in der Planung ist und nur empfohlen wird und noch nicht konkret ist, so eine Meldung sollte doch eigentlich einen kleinen Aufschrei in den Medien zur Folge haben. Aber man liest und hört in den Medien recht wenig darüber. Ich denke mal, die meisten Bürger haben von dieser Meldung gar nichts mitbekommen. Kann sich ja mal jeder selbst seine Gedanken machen, warum das wohl so ist. Wobei man fairerweise sagen muss, es gibt hier und da durchaus Artikel, die darüber berichtet haben. Zum Beispiel Focus Online hat einige Beiträge geschrieben und da werde ich einige Artikel davon unten im Kommentarbereich unter diesem Video verlinken zum Durchlesen, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, Steuer auf Bargeld. Wieso, weshalb, warum, kann man fragen. Ganz einfach, damit Staaten ihre großen Schuldenberge langfristig finanzieren können, brauchen sie natürlich niedrige Zinsen, am besten Negativzinsen. Das Problem an Negativzinsen ist halt das, wenn eure Bank sagt, ja, jetzt gibt es 2% Negativzinsen, auf das Geld, was am Konto liegt, ja, da gehen die Bürger natürlich hin und heben große Mengen als Bargeld ab, damit das Geld, das Bargeld nicht dem Negativzins zum Opfer fällt und weniger wird. Ja, ist eine logische Handlung. Also, was muss man machen? Man muss das Bargeld unattraktiv machen. Und da jetzt zum Beispiel, sage ich mal, gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder, wie gesagt, es gibt kein Bargeld mehr, was, sage ich mal, kurz- bis mittelfristig, vor allem in Deutschland natürlich schwer möglich ist. Oder aber eben man gibt einen Strafzins, eine Steuer auf dieses Bargeld, um es eben unattraktiv zu machen. Und wie macht man das Ganze? Da ist der IWF sich selbst noch nicht ganz schlüssig, wie das funktionieren soll. In den Artikeln, die ich unter dem Video verlinke, da werden einige Möglichkeiten beschrieben, wie der IWF sich das vorstellt, wie das umgesetzt werden kann. Ich kann mal kurz erwähnen, zum Beispiel durch eine Parallelwährung. Das heißt also, wenn ihr einkaufen geht, dann gibt es einen Preis, wenn ihr bargeldlos bezahlt und es gibt einen Preis, wenn ihr mit Bargeld bezahlt. So, wenn ihr mit Bargeld bezahlt, der Preis ist dann höher, um diese Summe, wie gerade der Negativzins steht. Weil das Geld auf dem Konto, wenn ihr Bargeld zahlt, das unterliegt ja schon dem Negativzins, das ist ja schon weniger. Und das Bargeld, was eben nicht diesen Negativzins hat, dafür zahlt ihr dann praktisch die Strafsteuer an der Kasse, wenn ihr einkaufen geht. Oder aber, man kann es auch so machen vielleicht, dass ihr, wenn ihr Bargeld abheben wollt, direkt bei der Bank den aktuellen Negativzins als Bargeldsteuer oder als Strafzinsen für Bargeld entrichtet und ihr somit weniger Bargeld bekommt, als ihr eigentlich abhebt. Aber wie gesagt, wie das Ganze funktionieren soll, ich weiß es nicht. Das sind jetzt so Möglichkeiten, die da rumschwirren. Aber man muss sich immer vor Augen halten, wenn Banken, wenn der Staat Geld vom Bürger will, scheitert das eigentlich selten daran, dass man keine Lösung zur Umsetzung findet. Also die Hoffnung zu haben, dass das zum Umsetzen schwierig ist, die sollte man schnell begraben. Der Staat findet immer eine Möglichkeit, irgendwie das so zu machen, dass der Bürger zahlt. Und somit wird es beim Bargeld dann, wenn es kommen sollte, es ist ja nur eine Empfehlung der IWF, des IWF und eben in Planung. Aber naja, allein, dass darüber nachgedacht wird, ist schon ein Hammer, Freunde. Und ich will mal kurz aus einem Artikel, den ich unter dem Video verlinke, vom Focus Online, mal kurz was zitieren, zwei, drei Sätze, die das Ganze doch wunderbar zusammenfassen. Und zwar allgemein über Negativzinsen. Und zwar, Zitat, die anhaltenden Pläne des IWF über die quasi weltweite Einführung von Strafzinsen sollte jedem Bürger klar machen, wie es um die Weltwirtschaft steht. Da können nur alle Alarmglocken schrillen. Nach der Schuldenexplosion der vergangenen Jahre sind der IWF und viele andere Experten der Überzeugung, dass man das System nur noch mit Strafzinsen, also der Enteignung der Sparer, am Laufen halten kann. Zitat Ende. Wunderbar umschreibt dieser
dieses Zitat bzw. diese Aussage im Focus Online, wie oder was auf die Wirtschaft, auf die Bürger zukommt. Denn Negativzinsen sind eben, wenn jetzt eine Konjunktur im Abschwung ist oder hohe Schulden sind, sind Negativzinsen ein optimales Mittel, eben diese Konjunktur wieder anzukurbeln. Das Geld also billig, billig, billig machen. Wir haben ja jetzt Nullzinsen und der Schritt über die Schwelle zu den Negativzinsen für alle, nicht nur die, die viel Geld haben, für alle, also breit angelegt, zu machen, geht eben halt nur, wenn das Bargeld in derselben Weise darunter leidet unter Negativzinsen wie das Geld auf dem Konto. Ja, und somit überlegt man eben, das Bargeld mit einem Strafzins zu belegen in derselben Höhe wie das Geld auf dem Konto. Somit hat der Bürger keine Möglichkeit mehr, den Negativzinsen zu entfliehen und ist Staat und Banken ausgeliefert und kann eben kein Geld mehr in Sicherheit bringen vor Negativzinsen oder wie auch immer, weil er eben auch mit dem Bargeld auch das Geld verliert durch die Negativzinsen, wie eben auf dem Konto. Ja, eine sehr Meldung, sage ich mal, eine Hammermeldung ist da schon leider untergegangen in den Medien. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, warum das wohl in den Medien noch nicht so publik gemacht wird. Außer Focus Online hat da doch einige interessante Artikel drüber geschrieben. Unbedingt durchlesen, was ich hier unter dem Kommentar oder dem Video im Kommentarbereich verlinke. Wie ist eure Meinung zu dieser Meldung, dass der IWF eine Steuer, einen Strafzins auf Bargeld plant? Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr eventuell eine Umsetzung? Wie soll das funktionieren? Einfach eure Gedanken zu diesem Thema bitte unten ebenfalls in den Kommentarbereich schreiben. Lese ich mir sehr gerne durch. Ansonsten, wenn euch das kurze Video gefallen hat mit dieser Meldung, ein Like, ein Abo würde mich sehr freuen. Ich habe mir gedacht, also müsste ich doch einfach mal mit einem Video auf meinem Kanal das publik machen, weil es eben doch so in den Medien nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die man so einer Meldung meiner Meinung nach doch beimessen sollte. Und deswegen habe ich einfach mal kurz ein Video darüber gemacht. Okay, Freunde, das war's schon. Bis die Tage. Einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.